Bei unserer Reise zum Thema Heiliger Geist haben wir ja schon alle möglichen Aspekte in den letzten 3 Monaten betrachtet und ich denke, das war, also für mich zumindest, sagenhaft bereichernd. Und ja, ein Aspekt heute, das ist sowas, was die meisten Leute, wenn man das denen so sagt, worum es heute als Thema geht, erstmal, ach, so, das ist so ein Thema, was uns irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, fremd ist oder komisch ist oder zu ernst ist, ne? Der Heilige Geist, einer seiner wichtigsten Aspekte ist, er ist heilig. Es ist der Heilige Geist. Heilig. Heute geht es um Heiligkeit. Heiligkeit. Nun, Heiligkeit, das ist so ein Thema, ne? Es gab ja auch mal die Heiligungsbewegung. Das war etwas, wo es stark dann um Äußerlichkeiten auch teilweise ging, wie man sich anzuziehen hat und so weiter, ne? Wo also Heiligkeit dann auch einen gewissen Druck hatte, wie man sich bitteschön zu geben hat. Darum geht es nicht. Ich möchte richtig auch mal so bibelarbeitsmäßig über das Thema Heiligkeit mit euch sprechen. Was hat es eigentlich mit diesem Heilig auf sich? Wir alle kennen den Begriff, wir alle wissen, ist ein Kernbegriff der Bibel, ein Kernbegriff unseres Glaubens, aber irgendwie hat man so ein Bild von komischen Heiligen, ne? Irgendwie ist das immer so ein bisschen stressbeladen, das Thema. Heilig. Heilig, den Begriff im Hebräischen, den kennt ihr, Kadosch. Ne? Heilig. Auf Griechisch heißt das Hagios. Und eigentlich bezeichnet dieser Begriff etwas Ausgesondertes, Abgetrenntes, vom Gewöhnlichen Weggenommenes. Das ist erstmal so die Bedeutung. Ja, also nicht gewöhnlich, sondern irgendwie separiert. Dann im weiteren Verlauf etwas Geweihtes. Und was sich absolut von dem Normalen unterscheidet. Also heilig ist das Gegenteil von normal sozusagen. Von durchschnittlich, von gewöhnlich. Heilig ist was Besonderes. Heilig ist eben heilig. Und dann hat sich das so entwickelt im Verständnis, dass es dann auch um Makellosigkeit ging, Reinheit natürlich und irgendwann dann im krassen Gegensatz natürlich zur Sündhaftigkeit, dem Unheiligen. So, aber die eigentliche Bedeutung hat das gar nicht vom Ursprung her, sondern die eigentliche Bedeutung ist, heilig ist abgesondert, ist rausgenommen, ist für was Bestimmtes geweiht. Und das ist eigentlich relativ gut nachvollziehbar, ne? In der Bibel ist alles, was heilig ist, immer in Bezug auf Gott. Heilig sein kann man nur von Gott empfangen. Ja, also alles, was heilig ist, ist in direkter Relation zu Gott. Es gibt also keine losgelöste Heiligkeit ohne irgendwie mit dem Herrn. Es hat immer etwas mit Gott zu tun. Und heilig ist etwas, was auch den Aspekt hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist anders. Es ist anders als normal und dadurch auch befremdlich. Befremdlich im Sinne von, dass man sagt, das ist irgendwie eigentümlich. Wie Gott letztlich eigentümlich ist. Weil viele Christen haben ja so ein Bild, was sich so in den letzten paar Jahrzehnten so durchgesetzt hat, von so einer Art, Gott ist wie so ein großer Kuschelteddybär, ja? Ne? Der drückt schon ein Auge zu, egal was ich mache, der akzeptiert jeden Dreck. Es ist im Grunde genommen so ein, ich weiß auch nicht, netter, freundlicher, extremst geduldiger, alles akzeptierender Typ, ja? Also die Bibel zeichnet ein anderes Bild von Gott. Und zwar eins, vor allen Dingen, wenn es ums Thema heilig geht, was durchaus erschütternd ist. Und wenn du dir die Propheten anguckst, ja, Ezekiel oder Jesaja oder Zacharja, wenn die von Gott beschreiben, was sie sehen, dann waren die erschüttert. Und sie haben das mit heilig beschrieben, was sie gesehen haben. Es war etwas, was sie zutiefst erwischt hat, was ihr Sein gepackt hat. Ja, das war nicht so wie ja, der nette Nachbar, sondern das war etwas anderes. Sie haben etwas gesehen, das hat ihr Verstand überschritten.
Und diese Andersartigkeit Gottes, die kann durchaus etwas sein, was bedrohend ist, was schrecklich ist, eine Majestät. Und zwar eine göttliche Majestät. Und das ist für einen Menschen, der ja nun eine gefallene Kreatur ist, nicht einfach was, was du so wegsteckst. Wenn wir Gottes Heiligkeit begegnen, ist das etwas, was uns zutiefst erschüttert. So, und wenn wir das noch nicht erlebt haben, dann ist es deshalb, weil wir seine Heiligkeit noch nicht wirklich erlebt haben. Eine schreckliche Majestät. 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich, der so mächtig, heilig, schrecklich, löblich und wundertätig ist? Was für eine Aufzählung. Mächtig, okay, heilig, ist klar, schrecklich, für uns ungewöhnlich, löblich und wundertätig ist. So, da ist etwas, was Gott, diese Heiligkeit, die wie soll man sagen, ist befremdend für uns, weil wir getrennt sind im natürlichen Menschen von ihm. Und gleichzeitig ist da wieder dieses Ding, was uns extrem anzieht. Wenn wir Kinder Gottes sind, zieht uns Heiligkeit extrem an. Es ist etwas, nach dem wir uns im tiefsten Inneren sehen, was wir selber haben. Wir wollen heilig sein. Wir wollen heilig leben. Wir wollen so sein, wie Gott es möchte. Nicht wahr? Wir wissen, er ist segnend, er ist genial. Es ist beglückend, in seiner Nähe zu sein. Und da, wo er ist, ist Heiligkeit. Also da ist auch der Aspekt, es ist beglückend, es ist schrecklich und anziehend und so weiter. Und da ist ein Spektrum drin. Ja? Und das siehst du auch bei den Propheten. Ich meine, das war ja noch Altes Testament. Sie fanden das absolut genial. Sie haben sich danach ausgestreckt und gleichzeitig war es erschüttert. Oder denk an die Offenbarung von Johannes, was der beschreibt. Das ist erschütternd. Wenn du da dir das vorstellen würdest, mit der Kraft der Imagination, das ist erschütternd. Auch ein Thema Heiligkeit da. Gott zeigt sich also heilig und gleichzeitig sagenhaft anziehend. Ja? Erschütternd, befremdlich und gleichzeitig absolut beglückend. Ja? Gericht und Gnade. Ja? Gerechtigkeit und Liebe. Es ist häufig etwas, wo wir merken, da ist ein Spannungsfeld drin. Und wenn in irgendwelchen Gemeinden nur ein Bild von dem Herrn gezeichnet wird, was beschränkt ist, nur Gericht, nur irgendein Endzeithorror, dann ist es genauso falsch, wie wenn du nur Gnade und nur so einen Kuschelgott hast. Du musst ein Gesamtbild haben, du musst wissen, wie er ist, und das ist ein gigantisches Spektrum. Und einer der Aspekte ist eben diese Heiligkeit Gottes. Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig. Ein interessanter Bibelvers sagt, heiligt euch. Heiligt euch. Heute und morgen, denn am dritten Tag will ich Wunder tun. Heiligt euch heute und morgen, denn am dritten Tag will ich Wunder tun. Und Gott sagt, ich erwarte, dass ihr darauf reagiert, dass ich was tun will. Und das ist genau das, was wir wollen. Wir sagen, ja Herr, tu was. Komm, wirke unter uns, wirke in Deutschland, wirke unter den Christen hier. Und der Herr sagt, heiligt euch. Also da ist eine gewisse Aktion und Aktivität von uns auch gefordert. Wir können nicht einfach sagen, ja, Gott macht alles. Natürlich macht er alles. Aber er will uns gebrauchen. Aber er will uns so gebrauchen, dass wir gebrauchbar sind. Und deshalb sollten wir heilig sein. Amen. So. Gott ist heilig und er macht heilig. Das ist auch wichtig. Werden wir gleich noch sehen. Egal, was für Dinge du hast. Es gibt ganz unterschiedliche Aspekte, also Personen oder Zeiträume oder auch Gegenstände oder sowas werden heilig, ja, indem Gott sie sozusagen für sich beansprucht, absondert, herausnimmt, für sich hat. Das ist das mit der Ekklesia, mit der Gemeinde, die Herausgerufenen. Ja? Also dieses Absondern für den heiligen Zweck, sozusagen Wein, das ist dieser Aspekt vom Heiligen. Das geht nicht vom Mensch aus. Der Mensch kann nicht sagen, okay, das ist jetzt hier diese Wurfschaufel, ja, die erkläre ich jetzt als heilig. Das funktioniert nicht.
Es muss etwas sein, was von Gott auskommt. Und deshalb hast du diese kapitelweise noch und nöcher Anweisungen in den Mosebüchern, wo er drüber schreibt, wie irgendwelche Gegenstände produziert werden sollen, insbesondere die Stiftshütte, noch und nöcher, bis in die kleinsten Details rein, damit die das umsetzen konnten, weil dann war es heilig für den Herrn. Gott ist der Urheber und der Urquell von allem, was heilig ist. Und heilige Dinge können nur in Beziehung zu ihm heilig sein. Okay, und wenn wir im Alten Testament da mal schauen, gibt es ein paar interessante Aspekte. Israel. Israel wird als heilig bezeichnet oder soll heilig sein. Heißt beispielsweise in 2. Mose 19, Vers 6, dass Israel ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein soll. Ein heiliges Volk. Wenn du jetzt das Alte Testament liest, was ich hoffe, was ihr tut, ja, dann stellst du ruckzuck fest, das Ding ging nicht so durch, wie es hätte sein sollen. Weil an dem Punkt sind die also noch und nöcher gestrauchelt. Ja? Ich habe mal eine extrem bemerkenswerte Veranstaltung mitgemacht, vor Jahren schon. Das war, ich weiß nicht, 100 Leute vielleicht, sehr, sehr ganz dichte Heiliggeist-Veranstaltung über mehrere Tage. Ich glaube, es waren über 30 Nationen da. Und da war ein messianischer Jude, ein alter Mann, und im Verlauf dieses Treffens da, fing der auf einmal an zu weinen und diese Nationen, die da waren, um Vergebung zu bitten. Und das ist jetzt was sehr Ungewöhnliches, ne? Weil normalerweise, gerade von uns als Deutschen, läuft das immer in der anderen Richtung. Und hinterher, als ich das dann aufklärte, um was es eigentlich ging, der hat deshalb geweint, weil er gesagt hat, Gott hat uns als Volk Israel dazu gesetzt, heilig zu sein und ein Bild für die Nationen zu sein, ein Vorbild zu sein, die Nationen einzuladen wie so ein Erstgeborener. Und wir sind gescheitert und gescheitert und gescheitert. Wir haben der Welt gezeigt, wie es fast schlechter nicht zu machen ist. Wir haben versagt. Und das kam bei dem sowas von hoch. Das war eine heilige Atmosphäre. Das kannst du auch nicht machen oder sowas. Das war wirklich ganz bewegend. Und das war genau der Punkt. Israel soll heilig sein. Heilig, Volk Gottes, herausgerufen, von ihm beansprucht, geheiligt. Anderer Punkt, der damit zusammenhängt, sind natürlich die Priester. Die Priester sind heilig, die werden auch geheiligt, die werden geweiht. Der hohe Priester hatte doch so einen, sagen wir, so einen Turban auf mit so einem Stirnbund. Da stand drauf, heilig dem Herrn. Also Jahwe heilig, für Jahwe heilig, ja, stand da drauf. Heilig dem Herrn. Und das war für die Priester. Durch diese Weihe, durch die Priesterweihe, waren die als heilige Leute, heilige, herausgerufene Leute. Dann natürlich der Ort, also die Stätte, sage ich mal, wo eben Gott sich gezeigt hat. Stiftshütte oder später der Tempel war natürlich heilig. Ja? Der Ort des Heiligtums, wie es ja so schön heißt. Ja, was da ist. Aber auch tatsächlich, also Land, die Fläche. Ne? Also beispielsweise bei dem brennenden Busch muss Mose die Schuhe ausziehen, weil das ist hier heiliges Land. Ja? Der Boden ist heilig, sagt Gott. Jerusalem, die heilige Stadt. Also es gibt diese, wie soll ich mal sagen, regionalen Dinge, die heilig sind, und dann hast du hier ein Volk, was heilig ist, und du hast Leute, die heilig sind und herausgerufen sind. Also das ist ein Riesenthema. Und dann gibt es sogar noch was anderes. Zeiträume, die heilig sind. Nämlich die Festzeiten beispielsweise. Die Festzeiten der Bibel sind vom Herrn herausgenommen und das sind heilige Zeiten. Fängt mit Passa an, ja, geht dann einmal durch die Heilsgeschichte, bis zum Schluss, Laubhüttenfest, Sukkot. Einmal durch. Heilig, heiliger Ablauf, heilige Zeiten. Da ist etwas, was der Herr beansprucht, wo er sagt, das ist heilig. Die Festversammlungen sind heilig. Und natürlich der Sabbat. Der Sabbat ist heilig. Also Zeiträume oder Tage, die als heilig betrachtet werden. Und natürlich dann auch Gegenstände. Gegenstände, die einfach im gottesdienstlichen Rahmen irgendwie heilig sind, die im Tempel im Einsatz waren und so weiter. Ja, was weiß ich, das Effort von dem
Hohenpriester oder die Menora, ne? Die heiligen Geräte, alles, was da war, Altar, aber auch die dargebrachten Opfer oder diese Schaubrote, das war alles heilig. Der Priesterschmuck, die priesterlichen Kleider und, kannst du nachlesen, in 3. Mose 27, Vers 32, etwas ganz Interessantes, über das ich nie spreche, der Zehnte war heilig. Also heilig ist, wie ihr merkt, im Alten Testament ein Riesenthema, was im Grunde alles betrifft, was an Kommunikation zwischen Gott und dem Menschen irgendwie läuft. Ja, heilig ist ein Grundwesenszug Gottes und ein Grundwesenszug des Heiligen Geistes. Wir können uns das im Grunde genommen so vorstellen, wenn etwas geheiligt wird, dann wird es Gott geweiht. Und dann gehört es ihm. Das ist sein Seins. Und so sieht er übrigens auch diese Festzeiten. Er sagt, das sind meine Feste. So heißt es bei Moses, sind meine Feste, das gehört mir. Das ist wie ein Date, den Gott besitzt und beansprucht und sagt, das ist mein Date und bitteschön, da habt ihr zu kommen und zu erscheinen und entsprechend irgendwas zu machen oder zu feiern. Wenn wir also als Menschen an dieser Heiligkeit teilhaben können, dann ist das nur deshalb, weil Gott sich herabneigt und uns die Möglichkeit dazu gibt. Weil, wie gesagt, Gott ist heilig und normalerweise, seit dem Sündenfall, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass der Mensch diese Heiligkeit überwinden kann. Das ist, weil er gefallen ist, wird er scheitern. Egal wie gut er versucht, das Gesetz zu halten oder sonst was. Und das ist eben die Herabneigung Gottes in Christus, die hat den Weg in diese Heiligkeit wieder freigemacht. Denn Gott sagt ja, und das ist einer der interessantesten Punkte, das kommt mehrfach in der Bibel vor, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das sagt er zu Israel. Das sagt er auch zu uns. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Warum? Weil ich euch beanspruche, weil ich rausgerufen habe, weil ihr mein seid. Ja? Weil wir zusammengehören. Also ganz im Gegenteil eben zu den heidnischen Nationen, die eben unheilig waren, die eben nicht in diesem Bund drin waren, die draußen waren, die eben anders waren. Die, um mal von dem Gleichnis oder von der Begebenheit dabei Jesus zu sprechen, von den Krümeln leben mussten, die vom Tisch runterfallen, ja? Weil das Brot der Kinder, das war eben für das Volk Gottes. Heilig. Wenn du mal genau nachdenkst, ist dieser Punkt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, eigentlich eins der Hauptthemen des Alten Testaments. Denn dieses ganze Ding mit dem Gesetz und mit dem Tempelbau und all dieser Anordnung, was da ist, du gehst ja genau um den Punkt. Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Und zwar nicht nur im geistlichen Sinne, sondern eben auch tatsächlich in Reinheit, in sittlicher Reinheit. Und das ist genau der Punkt, wo die Propheten sich drum gekloppt haben. Ja, der Verfall von eben den Sitten, wo sie eben nicht in Heiligkeit gelebt haben. Wo sie darum gekämpft haben, dass das Volk zurückkommt. Das war insbesondere für Jesaja, Jeremia, Hosea und Amos, wenn ihr das liest, die vier Propheten, haben sich intensiv um dieses Thema Heiligkeit im Volk Gottes gekümmert. Aber letztlich sagten sie Bibel, dass es nicht durchkam. Das Volk im Alten Testament ist immer an diesem Thema Heiligsein gescheitert. Immer wieder. Da kannst du lesen von der ersten Seite des Alten Testaments bis zur letzten. Es ist immer wieder an diesem Thema gescheitert. Warum eigentlich? Ganz einfach, weil das ganze Ding nur vorausschauend war. Die kamen nie wirklich durch. Es war nur ein vorausschauendes Opfer. Der Hebräerbrief sagt uns, lasst uns hinzutreten mit Freimut, mit aufgedecktem Angesicht zum Thron der Gnade. Und das war ja das Heiligste vom Heiligsten, dem Allerheiligsten. Thron der Gnade war der Deckel der Bundeslade, da wo Gottes Gegenwart war. Und im Hebräerbrief ist der Weg frei, wir können direkt hin.
Und wenn du dich mit dem Alten Testament beschäftigst, mit Yom Kippur und so weiter, was da war, da durfte der hohe Priester insgesamt 4-mal an dem einen Tag nur da rein mit einem super komplizierten Dienst. Er konnte sich Gott nicht nahen. Und er musste alles Mögliche machen, um heilig genug zu sein, um da reingehen zu können, in das Allerheiligste, um dem heiligen Gott da zu begegnen. Nach genauesten Vorschriften, wie das so laufen hat. Komplizierter Dienst. So, und im Neuen Testament sagt der Hebräerbrief, also vom Namen her können wir uns das so vorstellen wie ein Brief an messianische Juden, ne? So, der sagt, hey, der Weg ist offen. Es gibt keinen Vorhang mehr, es gibt keine Trennung mehr, es gibt keinen Priester mehr, den du brauchst. Du gehst direkt durch, bis quasi zur Bundeslade, bis vor den Thron der Gnade. Du darfst das. Das war im Alten Testament blanke Blasphemie. Das war undenkbar. Aber im Neuen Testament dürfen wir dahin. Warum denn? Weil wir heilig sind. Sonst kannst du das nämlich, ist das unmöglich im Geist. Im Alten Testament war der Weg ins Allerheiligste für die normalen Menschen des Volkes nicht möglich zu gehen. Aber für uns ist es möglich, weil wir durch den Heiligen Geist neu geboren sind. Eine neue Kreatur sind. Und die neue Kreatur ist heilig, weil sie aus Gott kommt. Von Gott kommt. Von Gott herausgerufen, von Gott ausgesondert, für Gott ausgesondert. Deshalb dieses Thema Heiligkeit. Wisst ihr, wenn wir das Neue Testament uns anschauen, ist das Bild ein bisschen anders. Wir wissen natürlich zuerst mal, Jesus ist heilig. Als Jesus als er gezeugt worden ist, kam der Heilige Geist auf die Maria und hat das aus dem Geist heraus geschaffen. Und das war heilig. Ist etwas Heiliges geboren. Ja, da heißt es ja, ich glaube, der Engel sagt das, dass von zu der Maria, das, was du zur Geburt bringen wirst, wird heilig genannt werden. Oder wie war das? Irgendwie so. Ne? Da kommt was Heiliges zur Geburt. Und genau das ist es. Es musste von Gott initiiert werden, es musste etwas Neues geboren werden, was eben nicht aus dem gefallenen adamischen Geschlecht herauskommt, sondern von Gott initiiert ist. Gott musste eingreifen, was völlig Neues tun, damit etwas geschehen konnte, dass wir rauskommen aus dieser Schleife von Bemühen und von Religiosität und von Anstrengen und irgendwie versuchen, heilig zu werden und dann trotzdem scheitern. Und immer nur von so einem vorausschauenden Opfer abhängig sind. Es musste eine dauerhafte Lösung kommen. Die kam mit Christus. Die kam mit Christus. Wobei das Thema heilig ist im Neuen Testament auch eine wirklich, wirklich, wirklich große Nummer. Jesus betet beispielsweise und spricht den Vater eben als heiliger Vater an. Ne? Es kommt immer und immer wieder heilig. Also heilig werden beispielsweise die Engel genannt. Heilig werden, und das finde ich jetzt sehr geschmeidig, Propheten genannt. Propheten sind heilig. Warum? Weil sie das, was Gott sagt, ihnen in den Mund gegeben hat, damit sie es weitersagen können. Findest du in Lukas 1, Vers 70. Die heiligen Propheten. Die Apostel und Propheten werden in Epheser 3, Vers 5 ebenfalls heilig genannt, weil ihnen Geheimnisse Christi durch den Heiligen Geist geoffenbart worden sind. Also, heilig. Johannes der Täufer wurde als heiliger Mann bezeichnet. Und dann natürlich Römer 11, Vers 16, das Gottesvolk, das ganze Gottesvolk des Neuen Testamentes, die Gemeinde, die Wiedergeborenen sind heilig. Und das sind du und ich. Wir sind heilig. Nach biblischem Verständnis sind wir heilig. Und deshalb arbeitet die feindliche Propaganda sehr effektiv daran, den Begriff irgendwie zu korrumpieren. Ja, das ist auch nicht heilig, das ist so ein bisschen, ja, er hat nicht alle Waffeln in der Tüte. Ne? So, irgendwie komisch. Ja, komische Heilige eben. Verschroben. Und wir denken, das wäre irgendwie das Bild und kapieren gar nicht, heilig ist das Beste und Gesündeste und Normalste und Gescheiteste, was wir als Christen tun können, wenn wir mit Gott in Kontakt sind.
Heiliger Geist, wenn der Heilige Geist in uns wohnt, wenn er in uns ist und zum Ausdruck kommt, das ist das Beste. Bei der Gelegenheit möchte ich mal was sagen. Gruppierungen, Gemeinden, Werke, Dienste, die den Heiligen Geist ablehnen, ich sage dir was, in 100% aller Fälle ist das aufgrund von dämonischen Aktivitäten. Sonst können sie den Heiligen Geist gar nicht ablehnen, weil es der Geist Gottes ist. Ja? Wer immer, ich sag mal, aggressiv oder aktiv gegen den Heiligen Geist redet oder spricht oder vorangeht, der ist echt im Problem. Wirklich im Problem. Und da haben wir in Deutschland leider eine außerordentlich unrühmliche Geschichte hinter uns. Aber wir müssen heilig sein und das geht nur mit dem Heiligen Geist. Ohne Heiligen Geist kannst du überhaupt nicht in die Heiligung kommen. Ist unmöglich, wie willst du denn das schaffen? Es ist, artet in eine abstruse Religiosität aus, die nicht funktioniert. Keine Chance. Aber mit ihm, weil wir ja neu geboren sind, eine neue Schöpfung sind, wie Christus, im Geist geboren sind, ist auf einmal alles möglich. Wir sind auf einem ganz anderen Level. Wir sind auf einer völlig anderen Ebene. Wir sind nicht mehr wie vorher die Menschen. Verstehst du, wenn du eine neue Kreatur bist, bist du eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Was heißt denn das? Dass das Alte vergangen ist und alles neu geworden ist. Gut, ne? Gewisse Logik drin. Amen. Du siehst zwar noch so aus wie vorher, bedauerlicherweise ich auch, ja, und du hast auch noch so deine keine Ahnung, Zipperlein und Gewohnheit und sonst was, aber im Geist ist alles anders. Du bist eine neue Kreatur. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist, wohnt in dir. So, wenn du den ablehnst, ehrlich, das ist das herzliches Beileid. Ja? So, interessanterweise gibt es im gesamten Neuen Testament keine heiligen Gegenstände mehr. Also das, was man so im Alten Testament hatte, dieses ganze Ding ist nicht mehr da. Ja? Aber es gibt die heilige Stadt, die wird so noch benannt, allerdings so im alttestamentlichen Sinne. Ja, komme ich gleich zu, sehr gut. Ne? Und der entscheidende Punkt ist tatsächlich das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist heilig. Das, was er gesagt hat, was er uns weitergibt. Ja? Das hatten wir vorhin schon, die Bedeutung des Wortes Gottes. Als wir auf der Bibelschule waren, hat der Leiter eine außerordentliche weise Botschaft mal weitergegeben. Er hat gesagt, es gibt Zehntausende von sehr guten christlichen Büchern und viele sind lesenswert. Klammer auf, wahrlich nicht alle, Klammer zu. Ja, aber viele. Aber er sagt, mach nicht den Fehler, nur solche Bücher zu lesen. Lies die Bibel, weil das ist das Wort, wo das Leben drin ist. Das kann kein christliches Buch ersetzen. Du solltest wirklich Zeit mit dem Wort Gottes verbringen. Das ist das Beste, was du für deinen inwendigen Menschen tun kannst. Das ist das Beste, was du überhaupt tun kannst, ja? Um zu wachsen im Geist, um voranzukommen. Ja, das Wort ist heilig und das wirkt in dir. Das ist wie wenn du deinen Geist fütterst, wenn du ihn stärkst, wenn du, ja, siehst, dass er zunimmt. Das gibt es auch mit anderen Sachen. Aber die Beschäftigung mit dem Wort, die ist durch nichts zu ersetzen. Amen. So. Gottes Wesen ist heilig zu sein. Und er sagt jetzt, durch die Neugeburt hast du den Heiligen Geist in dir, bist ein Tempel des Heiligen Geistes, jetzt bist du heilig. So, wie wir hier sitzen, wir sind heilig. Der Begriff heilig gilt für dich und mich. Paulus, wenn du das siehst in den Briefen, dreht die Leute ständig mit den Heiligen an. Ihr Heiligen zu sonst wo. Ja? Heilig. Ausgesondert für Gott. Nun, jetzt lebst du dein Leben und sagst, ich komme mir ganz so heilig vor. Verstehe ich. Ja? Aber, wie heißt es hier in Epheser 4, Vers 22? Ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, habt den alten Menschen abgelegt. Wir haben den alten Menschen abgelegt. Es ist vollkommen wurscht, ob du dich danach fühlst oder nicht. Der ist
begraben, beerdigt, abgesoffen in der Taufe. Solltest du noch nicht im Wasser getauft sein, komm anschließend zu mir, wir reden mal drüber. Ja, wirklich, erledigt. Die Taufe ist ein Bild dafür, dass der tot ist. Kleiner Hinweis, je länger der unter Wasser ist, desto deutlicher spürt er das dann auch. Ne? Aber das ist nur ein Bild dafür, der ist begraben, erledigt. Und dann, was aufkommt, ist ein neuer Mensch in Christus. Ja? Also wie manche Leute taufen, ja? Stirb in Christus, steh auf in Christus. So, also das ist etwas, was wir verstehen müssen. Wenn wir neu geboren sind, sind wir neu geboren. Wir sind heilig per Definition. Hat erstmal überhaupt nichts damit zu tun, wie wir uns fühlen. Wir haben den alten Menschen abgelegt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. So, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben also was Neues. Er gebraucht das Bild vom Anziehen, ja, was Neues, völlig Neues. Denk an dieses Bild mit dem weißen Gewand, ja, Neues, das alte Lumpending ist weg, du hast ein neues Gewand an, das hast du. Es ist da, es ist genauso mit diesem, dieser Neugeburt. Ja, wir sind erneuert durch den Geist, wir sind neue Menschen, wir sind eine neue Kreatur, wir sind eine neue Schöpfung. Paulus, also ehrlich, der schreibt kapitelweise, insbesondere in Kolosser und Epheser, schreibt er darüber, wo es darum geht, Leute, ihr müsst das kapieren, was es bedeutet, wer wir in Christus sind. Der versucht, unsere Identität auf den Punkt zu bringen und sagt, wir müssen kapieren, wer sind wir in Christus, was beinhaltet das denn alles, was er für uns getan hat? Was heißt das denn, wenn wir neu geboren sind? Ja, wie der Hebräerbrief sagt, kannst hinflitzen bis zur Bundeslade, bis näher dran geht nicht, ne? Direkt zum Thron der Gnade, bis zu Gott, unmittelbar. Warum? Weil du heilig bist und den Zugang hast. Das ist natürlich nur ein Aspekt. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. So heißt es hier in 1. Korinther 3, Vers 17, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ein heiliger Tempel. Ja, das ist Ist-Zustand. Aber natürlich gibt es da noch was anderes. Nämlich, wir haben auch daran zu arbeiten, dass uns dieses Heiligsein nicht abhanden kommt. Ja? Wir gehören Gott, aber wir können auch ganz schnell wieder in die Welt abschmieren. Ne? So heißt es beispielsweise hier, jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. So, steht in Hebräer 12, Vers 14. Ne? Wir müssen dranbleiben an diesem Heiligsein. Denn die Versuchung der Welt und der Deibel und sonst was versuchen uns davon abzuziehen, in der Beziehung zu Gott zu bleiben. Sie versuchen, den heiligen Tempel zu korrumpieren, zu versauen. Und das findest du auch im Alten Testament, wo sie im Tempel Götzendienst gemacht haben, wo sie im Tempel irgendwelche Scheusale aufgebaut haben, vor denen niedergekniet haben. Ja, auch Hesekiel sieht das. Er sagt, das ist unglaublich, was da passiert. Im Tempel, der dem Herrn geheiligt ist, wo irgendwelche Gräueltaten passieren. Und das ist genau das, was der Feind versucht. Und ich möchte nochmal daran erinnern, als wir anfingen, Anfang Juli uns mit diesem Thema zu beschäftigen, dann war das, weil wir von Gräueltaten im Leib Christi gehört haben. Das war der eigentliche Auslöser. Wir haben Dinge gehört, wir waren schockiert. Wir haben das nicht gesucht, wir haben uns da nicht nach ausgestreckt, wir haben auch kein Interesse, das zu hören. Die Nachrichten kamen zu uns und es war wirklich erschütternd. Und wir haben gesagt, das ist unfassbar. Das ist Tempel Gottes, wo der Feind wütet. Das kann nicht sein. Und deshalb müssen wir heilig sein. Heilig, nicht verschroben, nicht komisch, nicht im religiösen Sinne irgendwie, jetzt muss alle mit dem Wollrock um den Dutt rumlaufen, ja, sondern heilig im Mensch, ja. Ja, das geht häufig so um irgendwelche Äußerlichkeiten, das ist völliger Unsinn. Es geht darum, dass wir heilig sind in der Beziehung zum Herrn, in dem das Ding läuft, in dem der Heilige Geist durch uns wirkt, in dem das einfach freigesetzt ist. Heilig.
Denn Jesus hat gesagt, Johannes 17, Vers 19, und das war bei den Abschiedsreden, bei dem letzten Sedermahl, also wenige Stunden bevor er hingerichtet worden ist, hat er gesagt, ich heilige mich selbst für sie, also die Jünger, ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Hey, also einer der Punkte, warum Jesus gekommen ist, dass er uns diese Heiligkeit gegeben hat. Und wenn du das mal so im theologischen Sinne durchdenkst, dann ist das absolut logisch. Das ist absolut logisch. Ohne heilig sein funktioniert es nicht. Und deshalb sagt der Herr, wie ich ganz am Anfang gesagt hatte, heiligt euch. Heute und morgen, am dritten Tag will ich Wunder tun. So, wir wollen Wunder sehen. Das geschieht nicht, wenn wir den ganzen Tag auf dem Sofa sitzen und in der Nase bohren. Ja? Jetzt guckt meine Frau mich aber strafend an. Gewisse Aktion ist da drin. Also heilig sein heißt, dass irgendwas passiert. Und das ist eben dieses Spannungsfeld. Wir sind heilig und gleichzeitig arbeiten wir dran, dass es durchkommt, dass wir dranbleiben, dass wir uns weiterentwickeln, dass der Feind uns nicht beraubt, dass wir in das hineingehen. Das ist genauso wie mit unserem Slogan. Gott hat mehr für dich. Ja, weißt du was? Wenn du Christ bist, hast du alles. Aber Gott hat trotzdem mehr für dich und du musst da drin bleiben, dich danach ausstrecken, immer mehr nehmen, immer mehr empfangen. Das ist eben dieses Spannungsfeld, in dem wir uns befinden. Christus ist uns zur Heiligkeit gemacht worden. So heißt es in 1. Korinther 1, Vers 30. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Aha, wir sind in Jesus, in ihm. Was heißt denn das? Das heißt, wenn Gott, der Vater, uns anschaut, dann sieht er Jesus. Er sieht Jesus in dir. Er sieht, dass du gewaschen bist durch das Blut des Lammes. Er sieht, dass du gereinigt bist. Er sieht, dass der Geist Gottes in dir ist. Er sieht, dass du dazugehörst. Er sieht, dass du heilig bist. Und deshalb ist diese Beziehung überhaupt möglich. Durch Christus. Weil wir in ihm sind. In ihm gerecht gemacht worden sind. In ihm heilig gemacht worden sind. So heißt es hier nochmal, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist. Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Gerecht, heilig, erlöst und sogar Weisheit von Gott in Christus. Das ist ein Teil des Package, was der Herr für uns hat. So, also, Heiligkeit gehört uns und gleichzeitig arbeiten wir dran. Ne? Mit der Hilfe des Herrn. Mit der Hilfe des Herrn. Denn wir sollen vom Inneren her erneuert werden, den Heiligen Geist immer mehr Raum geben, dass er immer mehr uns verändern kann, damit wir immer mehr in diese Heiligung hineinkommen. So heißt es in etlichen Stellen, eben, ich lese mal hier, ach, ich weiß gar nicht, Heiligung des Geistes, ich glaube Römer 1, Vers 4 ist das, da geht es darum. Ne? Also Paulus schreibt da etliche Male drüber, dass wir daran arbeiten müssen und gleichzeitig, dass der Herr uns hilft durch das Werk des Heiligen Geistes. Weißt du, das ist ja wirklich eine interessante Kombination. Wir können versuchen, bis wir tot umfallen, irgendwie heilig zu sein und es richtig zu machen. Das funktioniert nur durch den Beistand des Heiligen Geistes. Das ist wie wenn du versuchst, gerecht zu sein ohne den Herrn. Das funktioniert nicht. Das ist nichts als Religiosität. Tod. Aber durch die Hilfe des Heiligen Geistes können wir da reinwachsen, können wir uns da entfalten, können wir immer mehr im guten Sinne heilig werden. Und das ist eben, wie ich schon sagte, die Versuchung des Feindes. Der versucht uns dahin zu bringen, irgendwie was zu machen äußerlich. Ne? Dass man irgendwie so, ja, so mitmacht, heilig. Und das war genau das Ding, wo der Herr sich mit den Pharisäern gekloppt hat. Ja, ihr macht eine Scheinheiligkeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ihr macht eine Show, um hier irgendwie darzustellen, dass ihr dazugehört und dass ihr ganz fromm und doll seid.
Aber in Wirklichkeit dahinter läuft völlig was anderes. Und weißt du was, das haben wir tatsächlich im Volk Gottes auch reichlich verbreitet. Ja, irgendwelche Fassade und dahinter läuft was völlig anderes. Und das ist entsetzlich. Es ist wirklich furchtbar. Wir müssen echt uns davon trennen. Und deshalb brauchen wir Gottesfurcht und deshalb brauchen wir die Bewegung des Heiligen Geistes und deshalb brauchen wir Heiligkeit. Nicht in dem komischen Sinne, sondern echt richtig. Guck mal, mir fällt gerade ein, gab es mal, ich glaube, das war beim Promise Keepern vor vielen Jahren, da war eine Veranstaltung und da war so eine Gegenwart des Herrn da, dass auf einmal etwas entstand, da war irgendwie, keine Ahnung, ein Musiker auf der Bühne, der da oben war, der ist zum Mikro gegangen, hat gesagt, ich muss hier mal was bekennen und hat er irgendwelche Sünden bekannt und es kam eine ganz heilige Atmosphäre über die ganze Versammlung da von diesen Männern. Und das lief dann so, dass immer mehr Männer kamen und ihre Sünden bekannt haben. Warum? Weil es in dieser heiligen Atmosphäre ist. Weißt du, was das ist? Das ist das Vernünftigste, was du tun kannst. Wenn du deine Sünden bekennst, kannst du mich vergeben werden und du kannst vom Heiligen Geist die Hilfe und die Kraft bekommen, dass du da rauskommst. Denn ansonsten hat der Teufel immer den Zugriff. Und das ist die Gefahr. Es ist im Grunde genommen ein heiliger Tempel, wo irgendwie der Feind versucht, sich reinzuschleichen. Ja? Wie die Schlange im Garten, ne? Wo er irgendwie drin ist und uns versucht, das zu rauben, was der Herr uns geschenkt hat. Uns von unserer Position runterzureißen, die der Herr uns gegeben hat. Deshalb sagt der Herr, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Bei der Gelegenheit, heilig ist der beste Schutz vor dem Feind. Wenn du heilig lebst, hast du den besten Schutz vor dem Feind. Also vor allen Dingen in diesem ganzen fleischlichen Begierden und was so alles ist. Ja? Wird ja im Galater und so weiter deutlich aufgeführt. Ne? Also wenn du Bewusstsein hast von der Heiligkeit, eine Ehrfurcht vor Gott hast, das ist der beste Schutz, irgendwie zu fallen in diesen Bereichen. Heiligung des Geistes in uns. Du gehörst Gott, du bist geheiligt, wenn du ihn als Herrn und Retter angenommen hast. Du bist ihm verschrieben. Als ein Eigentum. Also teilweise schreibt Paulus ja von Sklaven. Ne? Wir haben uns ihm unser Leben gegeben. Es gehört ihm. Das ist auch so ein Punkt, wo wir mal drüber nachdenken sollten. Es ist wirklich etwas, was ihm gehört. Wenn wir also einfach so weiter fröhlich machen, dann ist das nicht die richtige Verhaltensweise. Wir berauben den Herrn, wenn wir unsere eigenen Entscheidungen treffen. Sondern wir sollten wirklich alles mit ihm abstimmen. Ne? Wir haben eigentlich, wenn du es richtig durchdenkst, kein Recht mehr über uns selbst zu verfügen. Weil wir dem Herrn heilig sind. Ausgesondert, herausgerufen, herausgenommen. Anders. So, und das ist für den normalsterblichen Bundesbürger komisch. Das ist befremdlich. Das ist irgendwie eigentümlich. Und genau das ist es. Es ist anders. Es ist anders. Das Volk Gottes ist anders als die Welt. Aber ich kann dir eine gute Nachricht sagen. Das Volk Gottes braucht sich nicht vor der Welt zu rechtfertigen. Die Welt hat nicht das Recht, uns zu fragen, warum wir so sind, wie wir sind. Wir sind das Volk Gottes. Der Herr ist auf unserer Seite. Wir stellen die Welt in Frage und nicht umgekehrt. Ja? Wir sind da häufig so in einer Falle drin, ja, dass die Welt uns so ein bisschen vorführt ja, und wir versuchen da irgendwie ja eine gute Nummer zu machen. Forget it. Forget it. Die Welt vergeht mit ihrem Stuss und ihrer Lust und ihrem Frust und ihrem allen Blödsinn. Die Welt vergeht. Da bleibt nichts. Ehrlich, in der Ewigkeit wird nichts von dieser elenden Welt gefunden werden. Und all die tollen Namen und all die großen Systeme und Strukturen, es ist nichts, nichts, was in Ewigkeit gefunden wird. Was ist das, was in Ewigkeit gefunden wird? Das, was heilig ist. Was heilig ist, hat Ewigkeitswert. So, und wenn du und ich heilig sind, dann ist es genau das Ding, was uns in die Ewigkeit bringt. Römer 12, Vers 1 sagt, dass wir unsere Leiber als ein heiliges Opfer Gott zu geben haben. Das ist jetzt natürlich in diesem alttestamentlichen Bild wieder gesprochen, wo du eben das Opfer hast, ne, was verbrannt wird, was dem Herrn heilig ist.
Und wir hatten das schon bei dem einen Lied vor einiger Zeit. Ja, you provide the fire, I provide the sacrifice. Du gibst das Feuer und ich gebe das Opfer, nämlich mein eigenes Leben. Mein Leben als Opfer für den Herrn, was verzehrt wird. Heilig für den Herrn. Dein Leben wird sowieso verzehrt. Spätestens wenn du morgens in den Spiegel guckst, solltest du das merken. Ja, dein Leben verzehrt sich. Für was aber? Also wir haben gesagt, es gibt nichts Besseres, als wenn es sich für den Bau des Reiches Gottes und für den Herrn verzehrt. Und das ist eben dieser Punkt eigentlich bei jeder Bekehrung, dass man sagt, ich gebe dir mein Leben, du bist der Herr. Du kannst ab jetzt darüber bestimmen, das ist dein Ding. Und das ist etwas, was für Gott heilig ist. Das ist etwas, was er annimmt, was er akzeptiert. Das will er so haben. Und deshalb müssen wir dem Heiligen in uns Raum geben. Und was ist es? Der Heilige Geist. Er gibt uns die komplette Package mit seinem Heiligen Geist, dass wir in der Lage sind, heilig zu leben und in der Heiligung vorwärts zu gehen. Deshalb müssen wir dem Heiligen Geist Raum machen in uns. Und wie wir schon hatten mit der Frucht des Geistes, ja, Liebe, Freude, Friede und so weiter, das kommt hervor in deinem Leben, ich sag mal fast automatisch, wenn du mit dem Heiligen Geist lebst. Liebe und Freude und Friede, hey, das sind coole Sachen. Das ist das, wonach der normale Mensch sich von ganzem Herzen sehnt. Und Gott sagt, kriegst du, musst mit dem Heiligen Geist leben, dann kommt das. Und weißt du was, das ist die Wahrheit. Da können wir reinwachsen. Hebräer 12, Vers 14, hatte ich schon vorgelesen, jaget nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Oder, noch bemerkenswerter, Philipper 2, Vers 12, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Bei Luther heißt es, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Aber eigentlich steht da Heil. Ja? Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Lebt mit dem Heiligen Geist, der schafft in euch, dass ihr da hineinkommt. Dass ihr euch nicht abmüht, sondern dass ihr da hineinwachst. Ganz natürlich, ganz leicht. Frucht wächst. Was der Baum muss, ist irgendwie ab und zu mal dafür sorgen, dass es dranbleibt. Ne? Und diese Frucht ist ja, ich sag's nochmal, ist eine Frucht. Also es ist nicht ein Apfelbaum mit verschiedenen Äppeln, sondern es ist eine Frucht, die parallel wächst. Stellt euch vor wie eine Apfelsine mit verschiedenen diesen Schnitzchen drin, ja, eine Frucht. Und diese neun Teile der Frucht, die da heranwachsen, wachsen parallel. Das heißt, das macht dein Leben reich. Und da steht ja unter anderem ist da Enthaltsamkeit drin. Und das ist ja wieder das, was gegen diese ganzen Lust und diesen ganzen Blödsinn hilft. Ja, gegen diese Begierden der Augen und des Fleisches und was nicht alles. Und da können wir mit der Hilfe des Heiligen Geistes ein heiliges Leben führen. Es ist möglich. Ja, wir können da hineinwachsen. Und wir müssen kapieren, dass das etwas zutiefst Erstrebenswertes ist, weil es nämlich das Leben Gottes ist. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Es ist nicht komisch. Und wir werden nicht beraubt. Es ist genial. Es ist absolut genial. So, wir hatten schon gehört, etwas, was uns hilft, in der Heiligung dran zu bleiben, das ist insbesondere natürlich die Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Am Wort Gottes dran zu bleiben. An der Gemeinschaft mit den Heiligen, also den anderen Christen, dran zu bleiben. Am Gebet dran zu bleiben. Am Brotbrechen dran zu bleiben. So steht es in der Apostelgeschichte 2. Ja. Dass die Heiligen oder die Gemeinde da eben in diesem Ding zusammen war. Ja, aber auch, sagen wir mal, im Fasten, in der persönlichen Zeit mit Gott. Also wo du nicht unbedingt Wort Gottes liest, sondern wo du einfach mit ihm zusammen bist, von mir aus einfach soakst oder sonst was. Oder im Lobpreis, in der Gemeinschaft mit ihm. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit ihm echt in dieser Gemeinschaft sind und dranbleiben. Auch dann von gewissen Dingen enthalten. Wir hatten ganz vorhin ja gesagt, faste mal vom Handy. Das kann tatsächlich für manch einen extrem hilfreich sein, um Zeit mit Gott verbringen zu können.
machst du vom Fernsehen, machst du von sonst was, ja, indem du einfach die Zeit nimmst und sagst, ich sondere mir das ab für den Herrn. Oder ich habe eine Zeit, die ich sozusagen heilig mit den Herrn mache, bestimmte Zeit, die ich einfach mit ihm verbringe. Also für mich eine der Zeiten, die für mich am heiligsten ist und wo ich am meisten das empfangen kann, ist tatsächlich im Lobpreis. Im Lobpreis, ich weiß nicht, also bei mir ist das so, da gehst du irgendwie rein und fängst irgendwer an und auf einmal merkst du, also ich merke irgendwie auf einmal, das dauert auch nicht sehr lang, dass du in eine, wie soll ich mal sagen, Beziehungsebene zum Herrn kommst, die vorher nicht da war. Ja, ich sag, drück's immer so aus, du kannst das Herz Gottes berühren. Und das ist etwas, was genau dieses Ding ist. Das ist eine heilige Zeit. So, und dann guckst du dich um und dann andere Leute, die sitzen da und stieren vor sich hin oder gähnen. Die empfangen gar nichts. Aber es ist für mich so, ja, da muss jeder gucken, was ist für ihn dran. Aber meine Bitte ist halt einfach, lass es nicht verstreichen, sondern nutz die Gelegenheit. Nutz sie. Wenn du eine halbe Stunde Zeit hast, dann lies doch die Bibel. Nutz die Gelegenheit. Ja? Einfach dranbleiben mit dem Herrn in diesem Ding. Es wird zum größten Segen sein für dein eigenes Leben. Ja? Indem wir wirklich dranbleiben, ihn suchen, uns nach ihm ausstrecken, dem Heiligen Geist in uns Raum geben. Und eins der allerbesten Dinge ist natürlich, wenn du in Zungen beten kannst. Zeit im Gebet in Zungen verbringst. Ich habe vor wenigen Tagen mit einem jungen Mann gesprochen, der kommt aus, also wirklich eigentümlichen Verhältnissen, ganz, also mit Christentum nichts zu tun, als er groß geworden ist und wirklich ein bisschen chaotisch. Und der hat sich dann bekehrt und irgendwann entwickelte sich das und durch Predigten hat er irgendwann kapiert, okay, Zungengebet ist gut. Und dann hat er einfach angefangen, pro Tag eine halbe Stunde in Zungen zu beten, nur für sich. Du kannst dir nicht vorstellen, was der im Geistlichen für einen Raum eingenommen hat, was sich da in seinem Leben entwickelt hat, was für Dinge sich positiv entwickelt haben, ja, bis hin zu seiner Ehe, zu seinem Job, zu sonst was. Ja, also wirklich, wo sich Sachen positiv ergeben haben, weil er einfach diese Zeit dem Herrn geheiligt hat und gesagt hat, ich bete jeden Tag eine halbe Stunde, egal was, in Zungen. So, in Zungen beten läuft nicht über den Verstand, sondern es läuft aus dem Geist. Ich erzähle ja gerne diese Geschichte aus den USA, wo dieser eine Mann, dort, also ein geistgetaufter Christ, hatte einen schweren Autounfall. Und da ist irgendwie dieses Nervensystem zerstört worden vom Gehirn zum Sprachzentrum. Der konnte also nicht mehr sprechen. Der konnte nicht mehr artikulieren. Der hatte da im Kopf alles drin, aber das hat nicht mehr funktioniert. Der konnte den Sprachapparat nicht mehr gebrauchen. Aber der gleiche Mann konnte noch in Zungen beten. Warum? Weil das Zungengebet nicht aus dem Sprachzentrum im Hirn kommt, sondern aus dem Geist. So, und aus dem Geist konnte der beten. So, und das ist etwas, was unseren eigenen Geist aufbaut. Wer in Zungen betet, der baut sich selbst. Es ist etwas sehr Positives. Etwas, wo wir Zeit mit verbringen sollten. Ja? Wo wir wirklich Raum für machen sollten. Es ist so eine unfassbar hilfreiche, geniale Sache, die der Herr uns gibt. Und rat mal, weshalb die feindliche Propaganda so unvorstellbar aktiv ist, um dieses Ding genau madig zu machen. Also wenn es irgendetwas gibt, was wir auf unserer Webseite an Backpfeifen einstecken müssen, dann ist es, wenn wir irgendwas Positives über Zungenrede sagen. Ja, wenn man über Sprachenrede spricht, dann werden irgendwelche Leute wach und die sind so aggressiv. Also was da teilweise bei YouTube und so weiter an Eintragungen ist. Ne? Die sind so giftig. Warum? Weil religiöse Kräfte aufstehen, die sich dagegen stellen. Denn wer in Zungen betet, der kommt dem Geist vorwärts. Und das ist genau das, was der Feind fürchtet. So, und wenn du sagst, ich bin irgendwie schwach und irgendwie sollte ich mich da, es ist irgendwie, ich muss mich weiterentwickeln, ich sag dir, nimm dir Zeit dafür. Ja? Wenn du allein vielleicht im Auto fährst, mach einfach. Ja? Gib dem Raum, lass das entwickeln. Das ist echt positiv. Ne? Das ist wirklich etwas, was uns segnet, richtig aufbaut. Denn der eigentlich wichtige Punkt bei der ganzen Geschichte ist 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Herausgerufen. Herausgerufen.
abgesondert, dem Herrn heilig. Eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, also Stamm im Sinne von den Stämmen in Israel, ja, ein ganzer Stamm, der heilig ist. Ein Volk, das ein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir sind anders. Ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk. Wir gehören dem Herrn. Wir haben am Sonntag ja die Gebetsaktion, wo wir für die Anliegen beten wollen. Ich weiß nicht, wir haben Hunderte bekommen. Hier ehrlich. Bei manchen, da kannst du nur den Kopf schütteln, bei manchen, da kommen einem so schon die Tränen. Es ist unfassbar. Und das sind alles wiedergeborene Christen. Die haben Notsituationen, das kann man gar nicht beschreiben. Also alles, was an Elend in der Welt denkbar ist, das findest du da. Das ist so ein Stapel. Gebetsanliegen. Der Feind wütet unter dem Volk Gottes. Der Feind wütet im Tempel des Heiligen Geistes. Ja, er versucht das zu zerstören. Er versucht das, was heilig ist, ins Unheilige, in den Dreck zu ziehen. Er versucht, das, was Gott geschaffen hat, zu korrumpieren. Es ist wie im Garten Eden. Die Schlange ist immer da und versucht, dich mit irgendwas aus der Position, die Gott dir gegeben hat, runterzuziehen. Zum Glück und zum Segen haben wir den Heiligen Geist, der uns hilft und der uns leitet in alle Wahrheit. Und deshalb müssen wir dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Der geht nicht um, ja, ich fühle mich ein bisschen besser und dann geht es mir ein bisschen friedlicher, ist mir schöner. Nein, es geht um dein Leben. Es geht um dein Leben. Es geht um deine Ewigkeit. Leute können ihr Heil verlieren. Das ist schockierend. Der Tempel kann so versaut werden, dass er zerstört werden muss. So, und das ist etwas, das darf nicht sein. Ja, wir müssen uns danach ausstrecken, sagen, Herr, mit deiner Hilfe will ich heilig leben. Mit deiner Hilfe will ich Gottesfurcht haben. Mit deiner Hilfe will ich so leben, wie es dir gefällt. Es ist das Beste für mich, das Beste für mein Umfeld und es ist das Beste, was überhaupt möglich ist.